das ist ein Projekt, das wir mit unserem grünen Koalitionspartner vereinbart haben, dass wir eigentlich in jedem Bezirk zumindest einen großen Nachbarschaftsgarten haben wollen. Warum? Weil hier einfach, wie der Name schon sagt, die Nachbarn zusammenkommen, verschiedenen Altersstrukturen, aus verschiedenen Kulturen und da gemeinsam garteln. Da haben wir ein Pilotprojekt gemacht im 16. Bezirk, das hat sich wirklich sehr gut bewährt. Jetzt wollen wir das auf alle anderen Bezirke ausweiten und hier ist wirklich ein sehr schönes und sehr gelungenes Beispiel, wie ein toller Nachbarschaftsgarten ausschauen kann. Also meistens ist es so, dass wir den Grund zur Verfügung stellen, ein bisschen Erde oder sonstiges Material zur Verfügung stellen und dann ein Verein gegründet wird und man bei dem Verein sich bewerben kann. Und die dann jedes Jahr so Parzellen vergeben, die man dann gemeinsam bewirtschaftet mit eben den anderen und dass dann ein gewisser Wechselprozess dahinter ist, dass damit möglichst viele daran teilnehmen können. Und meistens ist es aber so, dass es eine Initiative schon gibt, die kommt und sagt, wir würden das hier gerne machen, aber du brauchst natürlich wen, der sich dann darum kümmert und den Garten auch bewirtschaftet. Also außer der Grundleistung kommt von uns dann nichts, den Rest das Garteln müssen die Leute dann selber machen. Na, auf dieser Fläche, die früher ja nur eine Hunde-Freilauf- und Spaziergehzone war, haben wir voriges Jahr einen Jugendspielplatz gemacht und dann sind auch die Erwachsenen hierher gekommen und haben gesagt, sie hätten gerne so einen Nachbarschaftsgarten oder einen Gemeinschaftsgarten fürs Norwegerviertel hier. Und dann haben wir mit der lokalen Agenda begonnen zu planen, Anrainer einzubeziehen und haben sozusagen diesen Garten geplant, schon in Kombination mit den Jugendlichen, aber auch mit den Hundebesitzerinnen. Die wollten wir auch nicht verdrängen. Die haben vorne jetzt eine Hundezone bekommen, die Gärtner hier einen Garten und die Jugendlichen eine Naschhecke am Rande des Gartens, ein bisschen erhöhter Zaun, damit der Ball nicht immer reinfliegt, wenn die Kids draußen Fußball spielen. Und herinnen haben wir gemeinsam symbolisch auch für das Leben und für das Wachstum im Garten einen Brunnen geschlagen und pumpen das Grundwasser heraus zum Gießen und so soll auch die Nachbarschaft wachsen.